Christian, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben letzte Woche an der Hafenstraße gegen Bonn 6:1 gewonnen. Da können wir zufrieden mit sein, oder? Ja, absolut. Ich glaube, die Art und Weise der Mannschaft, wie sie aufgetreten ist hier im Spiel, vor allen Dingen, wenn man sieht, was auch für Spieler noch weggebrochen sind, haben die das Spiel sehr gut angegangen. Sehr gut, auch fußballerisch, glaube ich, das Spiel angegangen und mit schönen Toren dann halt auch hinten raus das Spiel klar und souverän gewonnen. Jetzt haben wir noch eine letzte Mission für dieses Jahr. Morgen beim SV Strahlen. Da werden die Platzverhältnisse aber nicht so gut sein, oder? Ja, aber ich glaube, die Platzverhältnisse sind jetzt überall nicht gut. Ja, das bringt die Jahreszeit mit sich und das feuchte Wetter letztendlich. Bei uns sind die Plätze jetzt auch nicht optimal. Da musst du dich anpassen. Ich glaube, das haben wir auch schon im Bonn-Spiel gezeigt, dass wir uns den Platzverhältnissen sehr gut anpassen können und in vielen anderen Spielen halt einfach auch. Und da gilt es einfach auch, diesen Schwung jetzt mitzunehmen, den wir in dem Bonn-Spiel hatten. Und dass wir ja die Serie jetzt gut abschließen, dass wir jetzt nochmal den Deckel drauf machen im letzten Spiel, ein paar Tage durchschnaufen können. Und dann geht es ja relativ schnell am 3. Januar auch für uns weiter. Und dann hast du auch nur 3 Wochen Vorbereitung. Also die Zeit ist eng getaktet und auch die Urlaubszeit ist nicht gerade groß, so dass wir Weihnachten mal durchschnaufen können. Aber wichtig ist, morgen unsere Hausaufgaben machen und in Strahlen 3 Punkte holen. Christian, ich danke dir. Gerne.